Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, was ihr hier von mir seht auf dem Tisch, das ist das neue Hybrid-Gel von Alta Frieda, Silvana Fritze. Ja, ich möchte euch dieses Produkt unbedingt zeigen, denn wenn ich von einem Produkt überzeugt bin, dann muss ich das auch einfach an euch weitergeben. Bei den Hybridsystemen, ich nenne es auch extra Hybridsystem. Ihr alle kennt schon die Acrylsysteme, von ganz vielen Firmen momentan rausgebracht. Dieses ist nochmal eine Steigerung zu den bekannten Acrylgelen. Ich werde euch das ganz genau zeigen, was ihr beachten müsst. Und dafür habe ich mir schon mal einen Finger vorbereitet, den wir gleich zusammen bearbeiten. Was brauchen wir? Also ich habe jetzt hier drei Farben vor mir. Das ist einmal das Hybrid Super Nature, das Perfect Nude, das Dreamy White und der Aktivator. Der Aktivator, den braucht ihr unbedingt dazu. Das hat aber auch einen speziellen Grund, was ich euch hier dann, wie gesagt, gleich zeigen werde. Die Farben, es gibt noch einen Roseton, einen wunderschönen Roseton, den werde ich mir aber erst auf der Messe in Düsseldorf dann holen. Es sind ja nur noch ein paar Tage bis dahin. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Produkte im Tiegel. So, das ist einmal das Dreamy White. Das ist nicht so ein ganz hartes Weiß. Ich habe es jetzt bei mir selber noch nicht verwendet. Möchte ich jetzt auch nicht, weil ich ganz natürliche Nägel machen möchte bei mir, ohne weiße Spitze, ohne alles. Dann haben wir das Super Nature. Das ist so leicht transparent, aber es gibt ein unglaublich wirklich schön natürlichen Nagel. Und das Perfect Nude ist leicht eingefärbt und passt sich auch jedem Nageltyp an. Also ihr könnt es wirklich bei jedem Kunden verwenden. Mit dem werden wir auch gleich arbeiten. Dann habt ihr ein Fläschchen mit Hybrid-Aktivator. Da gab es wohl bei einigen Schwierigkeiten. Wie kriege ich denn das jetzt aus der Flasche raus? Aber ihr braucht es wirklich nur wie bei Tropfen, bei Medikamenten bekannt, auf den Kopf drehen, bisschen hinten drauf klopfen, dann kommen zwei, drei Tröpfchen raus und mehr braucht ihr auch nicht. So, wie gesagt, ich habe mir den Nagel vorbereitet und werde jetzt einmal den Nagel reinigen. Und ich mache es so, ihr müsst es nicht, ihr könnt es aber eine Haftschicht auftragen, also sprich ein Base-Gel. Das ist das Extrembond von Alta Frieda. Das mache ich jetzt mal für 2 Minuten in die Lampe. Ja, ich habe einen Deppentisch. Den benutze ich ausschließlich für dieses Produkt jetzt. Und da kann ich mir auch schon mal direkt so, ich stelle es mal weiter rein, so, dass ihr das sehen könnt. Also Flasche umdrehen, einfach hinten drauf klopfen und schon kommen Tröpfchen für Tröpfchen raus. Ich weiß nicht, könnt ihr es sehen? Ja. Ihr braucht gar nicht so viel, ich habe jetzt schon viel zu viel reingemacht. Verschwendung. So, was am besten funktioniert, ist mit Ceva. Keine Ahnung warum, es ist wirklich, hat sich herausgestellt, das funktioniert am besten. So, dann habe ich noch einen Spatel. Ein
Pinselchen. Welchen habe ich denn jetzt? Ja, der ist ziemlich kurz, eckig. Ich glaube, ein 6er ist das. Ich weiß es nicht mehr. Der ist schon etwas älter. Und ich habe so ein bisschen rumprobiert, welcher Pinsel oder mit welchem Pinsel ich da am besten klarkomme. Vielleicht bringt die Silvana ja auch noch mal einen eigenen Pinsel, der perfekt dafür geeignet ist, raus. Wäre natürlich super. Passend zum System. Da das wichtig ist, der Pinsel nimmt ja diesen Aktivator auf. Und jetzt sollte genügend Flüssigkeit drin bleiben. Also der sollte schon so saugfähig sein, dass genügend Flüssigkeit drin bleibt, um dann halt noch das Hybrid-Gel zu verarbeiten. So, mein Finger ist fertig. So, dann nehme ich das Perfect Nude und nehme mir ein Bällchen aus dem Tiegel. Das sieht im Video immer so viel aus, aber ihr braucht nicht viel von dem Material, da das sehr ergiebig und von der Härte auch sehr gut ist. Also eben ist nicht massenhaft von dem Hybrid-Gel da drauf arbeiten. Ihr habt gesehen, ich habe den Pinsel hier schon liegen lassen und trotzdem wird noch genug Aktivator drin sein, dass ihr jetzt schon anfangen könnt. Jetzt passiert ja in diesem Moment nichts auf dem Nagel. Und ihr könnt jetzt anfangen und mit dem Pinsel das Hybrid-Gel leicht anzutupfen. Und wenn ihr das macht, dann fängt es an, dass es etwas sich verflüssigt. Und je nachdem, wie ihr arbeitet, könnt ihr das jetzt ohne Probleme dahin schieben, wo ihr es haben wollt. Und das ist auch so eine Sache, ihr könnt richtig schön nach hinten raus den Übergang arbeiten, in aller Ruhe, so dass ihr beim Rauswuchs praktisch keine Kante habt. Und ihr seht, ich kann es auch ein bisschen hinstreichen, wo ich es brauche. Und ich bin immer noch mit dem, wo ich euch nur am Anfang gezeigt habe, dass den Pinsel einmal eingetaucht, abgestriffen. Und damit arbeite ich jetzt noch. Und es klebt nichts am Pinsel und es lässt sich wunderbar bearbeiten. Auch hier zu den Rändern hin, in die Ecken rein. Und nach vorne ein bisschen ausstreichen. In aller Seelenruhe könnt ihr euer Material jetzt dahin bringen, wo ihr es braucht. Und das Ganze habe ich jetzt gemacht, indem ich einmal in den Aktivator gegangen bin, abgestrichen habe und dann am Zehwar sogar noch ausgewischt habe. Und dann lag der hier. Ja, und ihr seht, wie toll der Nagel sich glatt gezogen hat und ich gehe jetzt einfach mal in die Lampe rein für 2 Minuten und ja, dann geht es weiter. Im Grunde ist es ja so, dass ihr kein Base-Gel braucht. Hybrid bedeutet ja aus dem Duden übernommen, dass mehrere Komponenten in einem Produkt sind. Und das ist bei dem Hybrid so. Ihr könnt zum Beispiel auch zur Haftung vorher einmal in den Aktivator tauchen, den Nagel leicht anfeuchten, aber wirklich nur ganz leicht, so als Haftschicht sozusagen. So, der Lampe, genau. Der Nagel ist auf der Lampe. Und jetzt gehe ich einfach her mit einer trockenen Zellette und wische die Schwitzschicht ab. Und ihr habt schon einen fast perfekten Nagel. Ihr habt noch ganz wenig Feilarbeit.
und nur noch versiegeln und fertig. Ich werde den Nagel jetzt mal in Form bringen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe den Nagel in Form gefeilt. Und werde das Ganze jetzt einmal mit dem Extreme Finish Non-Sticky versiegeln. Das ist etwas dickflüssiger und somit könnt ihr noch kleine Unebenheiten, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein French on top macht, ja, den Übergang halt ein bisschen. Ich bin auch zittrig heute, unglaublich. Länger kein Video gemacht, dann macht ihr mich nervös. So, ich warte kurz, dass es sich ganz glatt gezogen hat. Und dann geht's wieder in die Lampe. So, Zeit ist rum. Finger ist fertig. So, und wenn man das raus hat und das Material richtig anwendet, dann ist es wirklich ein Kinderspiel. Ihr seid so schnell mit dem Modellieren. Ihr müsst nicht so einen riesen Aufbau setzen. Und wenn ihr dem Produkt etwas Zeit gebt, mit dem Aktivator zusammen, habt ihr so gut wie keine Feilarbeit mehr und ein super, super schönes Ergebnis. Der Glanz ist natürlich spektakulär. Von dem Extreme Finish. Ein Traum. Ich werde jetzt gerade noch mal meine Nagelhaut etwas ölen. Wir haben ein ganz natürlich schönes Ergebnis. Was der Unterschied zu anderen? Naja, andere Acrylgele ist, dass dieses Hybridgel so hart ist wie Acryl. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern in diesem Fall ist es so. Ich habe einige Produkte getestet, wo behauptet wurde, ja, hart wie Acryl und so weiter. Aber es war facto definitiv nicht so. Bei diesem ist es so. Ich möchte euch das gerade ersparen. Ich habe geputzt. Ich habe mir extra lange Nägel hier auf die rechte Hand gemacht und bin frontal mit dem kleinen Finger beim Putzen vorgestoßen. Und es hat meinen Nagel angehoben. So hart ist das. Also das Material hat nicht nachgegeben. Es ist eine unglaublich tolle Härte, wie Acryl halt. Und dieses Produkt ist das Beste, was es gibt auf dem Markt. Das versichere ich euch. Und ich habe probiert. Und das kann ich euch versprechen. Ja, natürlich verlinke ich euch die alte Frieda unten in meiner Infobox. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ich beantworte sie gerne. Ja, was soll ich euch sonst dazu sagen? Das ist Hammer. Dieses Produkt ist der Hammer. Ich werde euch in Kürze sicher noch einiges mehr von der Frieda zeigen. Wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr das macht, dann geht direkt auf die Glocke auf meiner Startseite und dadurch werdet ihr immer direkt informiert, wenn ein neues Video kommt und somit seid ihr immer auf den Laufenden. So, und dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben und wir sehen uns mit weiteren tollen Produkten. Bis dann, ciao, ciao!